Freunde, willkommen zum neuen Video. Wir sind heute an einer ganz besonderen Location und zwar dem größten Lost Place im Schwarzwald. Und zwar erbaut wurde es vor 1900. Da war es so ein Waldgasthof, Waldhotel. Und um die Jahrhundertwende wurde es dann zu einem großen, berühmten Schlosshotel. Also wo auch wirklich Königshäuser und die Prominenz von vor 100 Jahren hier verkehrt hat. Ein echt wunderschönes Gebäude und das schauen wir uns jetzt mal an und los geht die Tour. So, hier haben wir den Lobbybereich. Also ein paar kleine Bilder zur Location. Das war die Hotelchefin. Wie gesagt, der Eingang. Jetzt hier zum Restaurant. Wunderschön hier. So Art Deco und Jugendstil hier. Alles. Hier haben wir eine Bar. Prominenten Gesichtern von früher. American Bar. In einer grandiosen Aussicht. So ein Keller unten. Mit hier ranken sich auch viele Geschichten ums Gebäude, dass es hier spucken soll. Ach, geile alte Radios. Typisch 50er, 60er, glaube ich. Ne? Der Uhrenschrank mit der Standuhr. Schauen wir mal, ob wir wieder zurückkommen an die Lobby. Da gibt es noch 120 Jahre altes, schönes Treppenhaus. Ja, genau. Das sind wir richtig. So, los geht's. Puh. Jetzt geht's schnaufen wieder los. Das original Treppenhaus. Schauen wir uns mal ein Zimmer an. Das Bad. Der Ausblick. Schaut euch mal an, Leute, das Treppenhaus hier. So, mittlerweile haben wir uns zum vierten Stock vorgekämpft. Hier gibt es noch eine Hochzeitssuite. Unschwer zu erkennen an den Herzchen an der Tür. Oh, geiles Himmelsbett. Genial. Zeitungsschnipsel von 1917. Okay. Der kam also von hier raus. Aus der Verkleidung. Und unser Rekord war ja 133 Jahre alte Zeitung. Dann wieder der geniale Ausblick. Das ist echt wunderschön, das Bild. Und ein rosa Bart. Nicht lila, diesmal habe ich es richtig gemacht. Richtung Dachboden.
Zimmer Nummer 0. Bad. Wahnsinn, ist ein Holzschrank drin. Krass. Eine kleine Stufe. Ein kleines Minizimmer. Standfüßen. Genüge. Und das Waschbecken hier. Weiter. Hier liegen jetzt teilweise noch Schätzchen rum. 100 Jahre alte Sessel und solche Sachen. Da fühlt man sich wieder wie als Kind früher, wenn man so alten Dachboden gruscheln kann. Wie Kind im Süßigkeitenladen oder zu Weihnachten. Ein altes Ledersofa, diese Federn unten. Wahnsinn. Hier so alte Kommodenschränke. Ja, jetzt wieder etwas mit dem Wie gesagt, komplett geschlossen ist das Haus seit 2005 nach etlichen Besitzern und ja, letztendlich komplett pleite. Mittlerweile ist es im Privatbesitz und ein Verein kümmert sich um den Erhalt des Gebäudes. Was absolut eine feine Sache ist, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, das wäre echt eine geniale Geschichte, wenn das mehrere Leute oder Vereine so machen würden, solche Orte übernehmen, dass man diese ganzen Krawallidioten und Spreer dann immer drin hat, ja. Und dass das halt erhalten wird. Einfach zu schade, um das alles zusammenzuklopfen. Oh, da kommen sie aber auf dem Balkon mal raus. Ich weiß halt nur nicht, wie sicher der Boden hier ist. Naja, wird schon gehen. Krass ist das hoch. Da kommt die gute alte Höhenangst wieder. Wer kennt sie nicht? Oh mein Gott. Schnell wieder in Sicherheit. Auch solche kleinen Details, das sind einfach die Dinge, die es ausmachen. So, hier ist alles mal in Holz gehalten. Schönes Zimmer mit dem Holz. Alles massiv. Schauen wir mal weiter. Zimmer 519. Was haben wir denn hier für ein Gerät? Ist das eine Kasse oder was? TV Inland, Ausland. Mit einem Zähler dran. Offiziell. Kassenrolle. Ja, das ist eine Kassenmaschine. Interessant. Holzverkleidung und
Das ist ja auch interessant. Das haben wir noch nie gesehen. Dusche in der Wand drin. Schau mal. Das wäre mal interessant, wieder 120 Jahre zurückzureisen und durch die Gänge dann hier zu schlendern. Wenn euch das auch mal interessieren wird, dann schreibt es in die Kommentare. So, jetzt gehen wir das schöne Treppenhaus wieder runter. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Drohnenflug hier rum ums Gebäude. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch freuen, dass es den Kanal weiterbringt, dass ich noch weitere tolle Projekte machen kann. Und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao.